Es geht sofort weiter mit Mega Man 6. Ich habe nur kurz Pause gemacht und wie ihr seht, wir haben Beat voll gesammelt. Willkommen zum nächsten Part. Und jetzt bleibt auch nur noch Windman übrig. Und vor allem, ich habe wieder 9 E-Tanks. Mechanical Tower. Okay, mal sehen, was das ist. Ein Luftlevel mit Pandas. Die mit Kugeln und Plasma-Dingen schießen. Das kann ja was werden. Was sind das für komische Viecher? Ich habe die schon mal in den vorigen Stages gesehen. Okay, das ist Energy. Das ist sweet. Ey. Dezent sind die nervig, die Dinger. Okay, pow. Give me back my energy. Sweet. Sweet Beat. Apropos Beat. Ja, jetzt können wir natürlich wieder Beat benutzen. Das heißt, Beat wird so manchem Feind wieder ordentlich Schaden machen. Wow. Komm, jetzt können wir besser. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Was habe ich jetzt gemacht für einen Dreck? Oh, das war richtig schlau gewesen von mir. Diesmal keine Energie. Es ist ein Traum. Es ist so traumhaft, wie die manche Feinde einfach mal so Scheiße gesetzt haben, wie zum Beispiel vorhin. Das gibt's nur bei Mega Man. Gott, ist das ekelhaft. Mit diesen Ventilatoren. Ich mag das gerade gar nicht. Es ist so unkontrolliert. Ja, hier natürlich darf man nicht zu hoch schießen lassen, ansonsten. Okay, was ist das? Ach du Scheiße. Das ist ja auch sweet. Da hätte man jetzt natürlich per Jet rankommen können, aber wir nehmen mal den normalen Weg. Eigentlich ist dieser Mechanical Tower doch recht sweet, muss ich sagen. Und tschüss. Verarscht. Pandas aus Pandoria. Hm, was für ein Wortwitz. Oh, hallo. Und tschüss, Kollege. Wow! Ihr haltet mir zu viel aus. Deswegen verpisse ich mich einfach mal. Hallo, Panda. Ich möchte wissen, wer vergessen hat, dir dein Eukalyptus zu geben. Das ist so aggressiv. Andere Menschen schießt. Das war jetzt richtig fehlig von mir. Oh, ich hasse das. Komm, leck mich. Danke, Jet. Du bist echt meine Rettung. So. Alles voll, Energie fast auch. Da kann nichts mehr schief gehen. Da können wir jetzt getrost zum guten Windman gehen. Das nehmen wir natürlich. Die Waffe von Nightman? Ja, ich glaube die Waffe von Nightman, ja.
Wow. Das wirkt ein Dreck. Ja, Beat kann mir doch auch nicht helfen. Es kann doch nicht sein, dass die Waffe einen Dreck wirkt gegen ihn. Fireblast kann es doch nicht sein. C-Flash oder was? Er kann ja nur. Ja, es ist C-Flash. Aber ich habe ihn gerade irgendwie falsch eingesetzt. Aber es ist C-Flash auf jeden Fall. So, komm her. Concentration! Ja, jetzt reicht's natürlich nicht. Hier muss echt gerade jeder Schuss sitzen. Komm, stirb! Das war jetzt knapp. Puh! Manchmal kann's richtig eng werden bei Mega Man. Und bleibt nicht nur in der Hose. You get Weestorm. Ja, sweet. Pumpiges Grau und eine Drecksattacke. So, Stage Select. Mr. X. Okay. Ist gar nicht auffällig, oder? Natürlich ist es Wily. Wer soll es denn sonst sein? Hallo Spiel, beruhig dich gerade mal wieder. Na, egal. Okay, Jet Power. Ich frage mich, wie viel jetzt noch kommt hier. Ist das ein Drecksprung gewesen? Habt ihr es gerade gesehen? Oh Gott. Ich erinnere mich, die Wily Stages waren, wenn ich mich so an 5 erinnere, meistens die schlimmsten. Okay, da ist bestimmt was versteckt drin, das sehe ich. Oder auch nicht. Ach komm. Das ist mir scheißegal. Wahrscheinlich bloß wie ein E-Tank oder so. So, komm. Rush Jet und aufwärts. Ist mir gerade egal, was da drin ist. Aber drin ist was. Aber wahrscheinlich bloß verbuggt, weil das Ding nicht aufgeht. Stirb, du hässliches Vieh. Sonst kann ich da nicht ran. Oh Gott, ey.
Das Vieh da oben geht mir auf den Sack. Es muss sterben. Scheiße, sind die Sprünge knapp bemessen. Das ist ja richtig widerlich. Apropos widerlich. Ist das eine schöne Scheiße? Also man kann ganz klar sagen, ab Mega Man 5 haben sie es teils echt übertrieben. Was hier teils für eine unfaire Scheiße ist. Das ist schon richtig heftig. Komm, geh mich auf den Sack da oben. Komisch, Flugvieh. Na komm. Jet und fertig ist. Oh, du nervst mich da oben. Ja. Super. Oh, geh doch mal weg, ihr Drecksviecher. Gib mir voll auf den Senkel. Da war ein E-Tank. Oh, hau doch mal ab, du Drecksvieh. Oh, nee, jetzt wird's mir zu bunt hier. Tschüss. Gib mir voll die Stalker überall. Ist ja widerlich. Ja, super. Wieso jetzt zwei Eingänge? Okay, was ist das jetzt? Sweet. Wirklich echt sweet. Wie viel Leben habe ich eigentlich? Okay, 5. Kann mir einmal sterben lassen. Ich behalte sowieso meine E-Tanks. Ich will mal kurz rausfinden, wie der funktioniert. Wie viel verliert ihr? Oh Gott. Ist das ekelhaft. Wie treffe ich die? Nehme ich jetzt. Okay, einer von denen ist richtig, einer von denen ist falsch. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ich muss auf den Kopf treffen. Oh Gott. Und was für ein scheiß Bewegungsmuster haben die? Ohne Scheiß, man kann die echt nur treffen, wenn man sie am Kopf trifft. Ist das nicht fantastisch, Leute? Es ist am schlimmsten, wenn sie unten sind. Ohne Scheiß, ich sehe kein einziges Muster bei denen.
Dieser Boss ist scheiße, scheiße, scheiße. Ich komme nicht mehr klar mit diesem Dreck. Ich komme mit diesem Dreck einfach nicht mehr klar. Und ich werde gleich die Beherrschung verlieren. So, einer ist schon mal tot. Super. Stirb doch bitte. Ja, endlich bist du tot. Mein Gott. So ein Drecksboss. Meine Fresse. Okay. Ganz ruhig bleiben. Wie gewohnt, es ist Mega Man und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und die Wily Boss Musik ist übrigens Dreck. Und die Wily Stage Musik ist ebenfalls Dreck.